ist aufgeregt, denn hinter dieser Tür wartet etwas ganz Besonderes auf sie. Etwas, das hier im Darmstädter Umsonstladen zu finden ist. Ein Laden, in dem alles etwas anders ist. Denn ob Michael Jackson-Uhr, Brettspiele oder Schmuck, Preisschilder sucht man hier vergeblich. Grundsätzlich ist im Umsonstladen wirklich alles umsonst. Das heißt, ein Geldtransfer findet hier an keiner Stelle statt. Im Mai 2020 von einem Nachbarschaftsverein eröffnet, finanziert sich der Laden durch Spenden. Normalerweise sind das viele kleine Einzelspenden. Das nehmen wir sehr gerne an. Bitte schön, der ist voll funktionsfähig und sie können laufen, die beiden. Ganz herzlichen Dank. Doch Anfang des Jahres überrascht eine außergewöhnliche Spende den kleinen Umsonstladen. 1000 Kuscheltiere in 25 Kisten verpackt. Der großzügige Spender, der Schausteller Günther Gruppe. Da kommt auch der Vereinsvorsitzende Bastian Ripper ins Staunen. 2020 gab es ja keine Kirmes. Und dementsprechend waren ganz viele von diesen Tieren übrig gewesen und waren natürlich baff erstaunt, als er da mit dem großen Mercedes Sprinter vorgefahren ist. Sind wir sehr happy, eine sehr großzügige Spende. Wo sonst Losglück entscheidet, können jetzt vor allem Kinder eines der begehrten Stofftiere ergattern. Natürlich kostenlos. Ein Schausteller mit Herz in einer Zeit, die auch für diese Branche schwierig ist. Doch auch vor dem Umsonstladen machen die Corona-Maßnahmen nicht Halt. Die Tür bleibt zu. Doch das Spielzeug kann man nach einer E-Mail auch persönlich abholen, so wie Kira. Ah, hallo Kira. Eine Eule. Eine Eule soll es für dich sein. Dann nehmen wir doch direkt eine von hier. Ist die okay? Mhm. Bitte schön. Viel Spaß damit. Danke. Es sind meine Lieblingsfarben. Und so bereitet der Umsonstladen dank der großzügigen Plüschspende auch den Kleinsten in der Corona-Zeit eine große Freude.